Das ist Max. Max geht mit seinem Koffer auf Reise. Am Flughafen angekommen, checkt er am Schalter ein. Bei der Kommunikation zwischen der Flughafenangestellten und Max entsteht ein Missverständnis. Er kann die Situation aber schnell durch die richtige Wortwahl und ein nettes Lächeln auflösen. Bei der Kommunikation zwischen Menschen gibt es die verbale und die nonverbale Komponente. Das heißt, nicht nur der Inhalt einer Botschaft ist für das Verständnis ausschlaggebend, sondern auch die Art und Weise, wie etwas gesagt wird. Vor allem die nonverbale Kommunikation erzeugt positive oder negative Reaktionen und ist Grundlage dafür, ob sich Vertrauen und Sympathie zwischen Gesprächspartnern aufbaut. Max sitzt im Flugzeug, als sich sein Sitznachbar in einer Sprache an ihn wendet, die er nicht versteht. Zu Hilfe nimmt Max sein Simultanübersetzungsgerät aus seinem Koffer. Damit das Gerät Max' Äußerung übersetzen kann, passt er seine Sprechgeschwindigkeit, Wortwahl und Satzlänge an. Er spricht einen einfachen und kurzen Satz langsam in das Gerät. Sein Übersetzer besteht aus drei Bausteinen. Der erste registriert über ein Mikrofon Max' Äußerung und wandelt sie in Textform um. Dieser Vorgang wird auch als Spracherkennung bezeichnet. Der zweite übersetzt sie in die Zielsprache. Und der dritte gibt den eingesprochenen Satz mit Hilfe von Sprachsynthese fast menschengleich in der Fremdsprache wieder. Dies ist in beide Richtungen möglich, sodass Max und sein Sitznachbar miteinander kommunizieren können, ohne dieselbe Sprache sprechen zu müssen. Der zweite Baustein ist der Übersetzer. In diesem Fall handelt es sich bei der künstlichen Intelligenz, abgekürzt KI, um ein neuronales Netz. Die künstlichen Neuronen bilden ein tiefes Netz, das aus vielen Schichten besteht. Dieses wird mit immensen Datenmengen trainiert. Bei einem Übersetzer können diese Daten zum Beispiel mehrsprachige Texte sein. Der Lernalgorithmus nutzt diese Daten, um die bestmögliche Übersetzung zu finden. Diese Form des überwachten maschinellen Lernens gehört zum Deep Learning. Max Simultanübersetzer zählt zu den sogenannten schwachen künstlichen Intelligenzen, die lediglich auf einem Gebiet besonders gut sind. Der Übersetzer ist in der Lage, Texte in eine oder mehrere Fremdsprachen zu übersetzen. Vom Schachspielen hat er aber beispielsweise keine Ahnung. Im Gegensatz dazu stehen starke KIs, die ihr Wissen auf andere Themengebiete übertragen können. Mit der künstlichen Superintelligenz könnte es in der Zukunft auch eine Form der KI geben, die die Kapazitäten des menschlichen Gehirns übersteigt. Unabhängig davon, wie sich die KI zukünftig entwickeln wird, ist und bleibt sie eine Software, und kann in verschiedenen Geräten wie einem Roboter oder einem Computer Anwendungen finden. Als Max das Gesprochene erneut übersetzen will, gibt der Akku seinen Geist auf. Hätte ich mal lieber Englisch gelernt, denkt sich Max. Am Ziel gelandet, verlässt Max den Flughafen. Vor dem Flughafen sieht er, wie sich nicht nur Menschen mit Robotern, sondern auch Roboter unter sich unterhalten. Max wird misstrauisch, denn die Sprache der Roboter versteht er nicht. Um effizienter interagieren zu können und den Menschen besser zu unterstützen, haben die intelligenten Roboter eine eigene Sprache für sich entwickelt. Max schreckt aus seinem Traum auf. Er ist im Flugzeug eingeschlafen und hat davon geträumt, wie sich Sprache und Kommunikation in Zukunft entwickeln könnten. Er setzt seine Reise fort und kehrt mit einem Koffer voller neuer Erkenntnisse nach Hause zurück. Zwar bringt die menschliche Sprache ihre Tücken, diese können aber auch durch angemessene Mimik und Gestik umschifft werden. Übersetzungsassistenten können die zwischenmenschliche Kommunikation erleichtern, das Sprachenlernen aber nicht ersetzen. Zukünftig könnten Roboter durch eine eigene, effizientere Sprache die Menschen besser unterstützen, aber dadurch auch Misstrauen in ihnen wecken.